es gibt verschiedene Perspektive. Man kann ins Krankenhaus gehen, man kann ins Altersheim gehen, man kann auch in der Psychiatrie mit die Ausbildung machen, da wo auch jetzt ich speziell zum Beispiel arbeite, auf einer gerontopsychiatrischen Station. Ja, es gibt den Gesundheits- und Krankenpfleger, es gibt die Altenpflegerin, die Kinderkrankenpflege. Das wird aber jetzt auch bald alles zusammengepackt in eine Ausbildung, quasi die Pflegefachfrau und der Pflegefachmann. Genau. Auf jeden Fall das Arbeiten am Menschen und mit dem Menschen. Das ist sehr wichtig, weil man arbeitet im Team und auch mit dem Menschen zusammen. Was ich immer empfehlen kann, wie bei mir zum Beispiel, ist ein Praktikum vorher zu absolvieren. Das finde ich doch immer sehr praktisch. Es gibt viele Entwicklungsmöglichkeiten. Man kann ein Pflegestudium machen, man kann Wundmanagement machen, man kann Stationsleiterkurs machen, man kann einen Praxisanleiter machen. Sollte man jetzt aber zum Beispiel aus dem somatischen Haus kommen, gibt es da auch noch Weiterbildungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel für den OP oder Intensiv- oder Hygienebeauftragte. Es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege.